Hallo, ich bin der Marcel, 23 Jahre alt, seit ca. 5 Jahren bei der Rheinbahn und hier als Disponent beschäftigt. Und ich zeige euch heute, was ein Disponent alles so macht. Also das Hauptsächliche, was ein Disponent macht, ist natürlich die Fahrzeuge zu disponieren. Das heißt, die ganzen Ausfahrten für den nächsten Tag. Zum Beispiel unter der Woche von Montags bis Freitag sind das hier 113 Ausfahrten und die bestücken wir dann halt mit Fahrzeugen. Also die meisten Einfahrten sind zwischen 20.13 Uhr und 21.25 Uhr und von 0.08 Uhr bis 1.41 Uhr. Alles klar, danke dir, ja? Okay, ciao. Erstmal disponiere ich die ganzen Nachtrangierer. Also ich sage denen, welches Fahrzeug die holen sollen für die Wartung. Weil das ist immer ein bisschen trickreich, weil wir nicht so viel, ganz so viel Platz auf dem Betriebshof haben. Wie gesagt, wir haben unterschiedliche Fahrzeugtypen, die sich unterscheiden in Länge. Also der Fahrer kommt mit dem Fahrzeug rein, kommt hier zur sogenannten Einwaldstation auf dem Betriebshof. Dort wird das Fahrzeug gelesen und ich kann sehen anhand der Wagennummer, um was für einen Fahrzeugtypen es sich handelt. Dann wird der Wagen in der Halle zwischenabgestellt. Der Fahrer geht nach Hause, hat dann Feierabend. Dann bleibt der Wagen erstmal in der Halle stehen. Und dann haben wir hier Nachtrangierer auf dem Hof. Der zieht dann nach einer Zeit das Fahrzeug, sprich setzt sich da drauf, kontrolliert das Fahrzeug einmal nach Beleuchtung und anderen sicherheitsrelevanten Sachen, fährt den Wagen dann in die Wartung. Dort wird das Fahrzeug geputzt, gesandet. Und dann fährt der Nachtrangierer den Wagen aus der Wartung raus und der Wagen wird in der Halle endgültig abgestellt, wird dann mit Linie und Kurs vergeben und fährt den nächsten Morgen dann wieder raus, darauf, wo er vergeben wurde. Der hat einen falschen Wagen geholt. EB3, also der Wagen wird komplett von innen gereinigt, Müll und alles wird entfernt, eventuell werden Sitzpolster ausgetauscht, die zum Beispiel mit Kaugummi oder irgendwelchen anderen Sachen verklebt sind. Und wenn der Wagen von außen sehr dreckig ist, dann sagt mir das der Nachtrangierer auch im Vorhinein und dann fahren wir den durch die Waschstraße, damit der nicht dreckig am nächsten Tag wieder rausfährt. Also erstmal werden alle Fahrzeuge auf dem Betriebshof geortet, die Position der Fahrzeuge wird mir angezeigt und dann haben die Fahrzeuge eine Farbe und anhand der Farben kann ich erkennen, was mit dem Fahrzeug ist. Uwe, dann geh in die Werkstatt bitte. Ja. Da ist aktuell noch nichts fertig, aber sobald da einer fertig wird, schnappst du dir den und bringst mir den raus, ja? Alles klar. Okay. Und damit genau das Problem nicht entsteht, dass es eng wird oder sich Bahnen gegenseitig im Weg stehen, weil hier gibt es auch morgens Ausfahrten, da fährt einer raus 4.04, 4.05, 4.06 und genau damit das nicht passiert, wird das so strukturiert. Das ist auch eine Sache, wofür der Disponent auch da ist, das ist bei der Fahrzeugeinteilung zu berücksichtigen. Zeigt mir auch die Anlage an, in welche Richtung der ausrückt, aber beim Vergeben muss ich das trotzdem selber berücksichtigen. Alles klar. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich mal gestresst bin, wenn ich viel zu tun habe. Aber wichtig ist immer, dass man sich das einfach nicht anmerken lässt. Weil eine Straßenbahn kann nicht einfach wie ein Auto oder ein Bus einfach rechts dran vorbeifahren und man kann den nochmal rumfahren oder irgendwas. Wenn hier eine Straßenbahn steht, dann muss man entweder das ganze Gleis anpacken oder anfangen zu rangieren. Ja, dann fahrt bis zur EW, ich sag denen Bescheid, dass dann Rückwärtsfahrt ist. Genau so machen wir das, alles klar. Okay, ciao. Einmal aus der Wartung bitte aufpassen. Wir haben eine Rücksetzfahrt Richtung EW2 von der Werkstatt. Das macht mir sehr viel Spaß, hier mit den Menschen an sich zusammenzuarbeiten. Sowohl mit den Nachtrangierern als auch mit den Fahrdienstkollegen. Und das macht schon, sag ich mal, hier den Reiz aus. Und nachts natürlich klar, das mit der Wartung, hier die ganzen Fahrzeuge, sag ich mal, zu disponieren. Das ist natürlich anspruchsvoll und macht auch Spaß. Im September bin ich 5 Jahre hier meine Ausbildungszeit mitgerechnet. Also bis jetzt bereue ich es keine Sekunde, dass ich das hier gemacht habe. Ich freue mich hier riesig auf die Arbeit. Die Arbeit macht mir immer Spaß. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Und mein Resümee ist eigentlich, bis jetzt habe ich alles richtig gemacht.